Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art. Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, starrt sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es einfach. Oh Mann. Hallo Mars. Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Ray, alles in Ordnung? Es ist nichts. Ich will mich nur mal umsehen. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Wo ist Ray? Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Ray! Ray! Wo ist sie? Oh, weiter. Von dir? Nicht direkt. Tja, er scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu stehen. Wieder mit dem Widerstand!
nicht mal Wahnsinnspilot. Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergesst den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Oh. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich habe ihn gesehen, Lea. Ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der K. Dort können wir weiterreden. Dameron, du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Han Solo, ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund meines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finns Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Ich bringe uns auf diese Basis. Komm, Kleiner. Thank you.
Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Hey! Rebellen sind in Status eingedrungen. Eliminiert sie auf der Stelle. Sonst komme ich persönlich runter. Das wollt ihr nicht. Na schön, große Nummer. Und jetzt? Phasma wird sich die Gelegenheit nicht entgehen, dass sie persönlich runterzukommen. Und dann bringen wir sie dazu, die Schilde auszuschalten. Ganz einfach, was? Sie sind alle nutzlos. Immer muss ich alles selber machen. Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst? Sanitärdienst. Sanitärdienst? Weiterschießen! Wenn Phasma das selbst erledigen muss, wird sie mächtig stinkig sein. Thank you.
okay? Gutes Mädchen. Wenn wir Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Wenn sie da drauf tritt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Es hat geklappt. Jetzt ist euch das Lachen vergangen, was? Hör auf, große Sprüche zu reißen und schnapp sie dir. Denk an den Schild. Kommt runter hier, dann zeige ich euch, wie man mit Eindringlingen umgeht. Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn wir den Energiekern einsetzen. Ein Magnet, das wird sie lehren, keine Chromrüstung mehr zu tragen. Bringen wir sie in den Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. Ha! Jetzt seht ihr in eurer Metallrüstung ziemlich alt aus. Werd nicht überheblich, Kleiner. Wenn ihr auch nur einen Moment nicht aufpasst, werde ich euch alle ausschalten. Los! So,
Soll ich euch den Eimer vom Kopf pusten? Schilde abschalten! Du machst einen großen Fehler. Was machen wir mit ihr? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Hä? Ah. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind unten. Schießt das Ziel! Konzentriertes Feuer! Nehmt so viele andere... Ach, ein Volltreffer! Aber es hat nichts gebracht! Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Schon gut, nur die Ruhe. Ich komme schon. Ja.